Wir können jetzt hoffentlich auf jeden Fall einmal starten. Und zwar brauche ich zuallererst meinen Topf wieder und ein bisschen Licht wäre geil. Das ist so dark hier. Bitte lass mich meinen Topf hier hingepackt haben. Topfi? Nein. Ich habe meinen Topf verloren. Ich habe den irgendwo stehen gelassen, eiskalt. Ah, so ein Mist, aber auch so ein Mist. Okay, ich muss aber sowieso einmal das Gute aussortieren, ne? Das Gute aussortieren. Fängt wieder an. Es geht wieder los. Und zwar packe ich auch mal ein paar Streichhölzer, glaube ich, weg, weil so viele benötige ich davon jetzt auch nicht. Die wiegen jetzt nicht so viel, aber so viel brauche ich einfach nicht. Da steht noch alles, ist noch ganz gut. Meine Schuhe belastend. Wasser habe ich auch nicht mehr viel. Da habe ich noch 3 Liter. Ich könnte mir Wasser mit rübernehmen. Und noch ekliges Hundefutter auch noch am Start. Ich dachte, ich hätte hier noch Kaffee, aber habe ich hier nicht drin. Dann habe ich das letzte Mal in dem Gebäude leider alles gelassen. Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich sehr, sehr dumm. Sehr, 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 sehr dumm. Boah, die hat nur noch 26%. Ich brauche unbedingt Dingen. Bei der Taschenlampe habe ich noch keine Funktion. Nehme ich die überhaupt mit? Ich nehme die nicht mit. Komm, die wiegt zu viel. Das wiegt auch nichts. Das ist die perfekte Gewehrmunition. 22 Schuss davon. Der gute alte Dosenöffner, der kommt auf jeden Fall erstmal nochmal mit. Komm, damit auch ein bisschen das Inventar aufgeräumter ist. Genauso wie ein Werkzeugkasten lasse ich auch erstmal hier. Den Rest nehme ich mit. Stoff, wie viele Verbände habe ich denn aktuell noch am Start? 4 Stück. Das heißt, den Stoff, den packe ich auch erstmal beiseite. Bin ich bei 26 Kilo. Schön, 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 schön. Da habe ich noch einen Pullover, den könnte ich noch weghauen. Aber ich habe, obwohl 71, weißt du was, den kann ich auch so lange noch da lassen. Und ich glaube, ich nehme aber hier eine Mütze mit, weil eine ist, müsste mir kaputt gegangen sein. Kann ich zweimal die gleiche Mütze anziehen? Ah, der automatisch. Wunderbar. Funktioniert. So, dann ist ihm doch schon mal wieder ein bisschen wärmer. So, Paul, ich nenne dich Paul. Ist das okay? Wunderbar. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Wo ist mein Topf? Hast du meinen Topf gesehen? Paul, komm. Gib zu, du hast mir den geklaut. Es ist so dunkel. Wo schlafe ich, Paul? Gehst du mal weg? Kann ich mich hier nicht hinlegen bei dir? Oder haben wir hier hinten noch ein Bett? Das ist so dunkel. Ich muss mal einmal Licht anmachen. Licht, ich brauche Licht. Entzünde das Feuer. Seife. Du hast nicht zufällig noch einen Kochtopf? Ein Dankeschön. Gutes. Jawohl. Ich habe hier kein Bett drin, ne? Du bist ja echt ein Geizling, mein Freund. Pack mal weg. Einmal ausmachen. Dafür zerkloppe ich dir jetzt deine Kiste. Brauche ich hier gar nicht, weil ich glaube, das Feuer geht hier unendlich. Aber für draußen wenigstens. So, denn ich werde mir auf jeden Fall noch mal einen Kaffee genehmigen. Was ist für einen Anfang immer ganz gut. So, da ich jetzt auch kein Döschen mehr habe, nehme ich mir auch die Dose mit. Auf jeden Fall. Aufnehmen. Wunderbar. Alright. Alright, alright, alright. Das kann ich hier nicht mitnehmen. Das zählt dann Holz, genauso wie die Zunddinger nicht. Das heißt, ich werde jetzt losgehen. Gehe ich jetzt überhaupt los? Im Dunkeln? Im Dunkeln ist immer so. Ach komm, ist egal. Ich finde noch nicht mal die Tür. Da ist die Tür. Ich habe die Tür gefunden. Das ist wirklich gut gemacht hier. Es ist wirklich dunkel, wo es dunkel sein soll. Da siehst du auch nicht wirklich was. Wenn du draußen bist, siehst du ein bisschen mehr, weil ist natürlich auch Schnee. Da ist das Ganze reflektiert viel, viel schöner. So, und ich muss jetzt wieder straight hier rüber rennen. Hier zeigt er mir auch was an. Ach, das sind diese Nebenquests. Okay. Ja. Wenn ich mal besser aufgestellt bin, mache ich bestimmt auch mal die Nebenquests. So, in die Richtung wieder. Wir gehen los.
Ein gemütlicher Spaziergang abends. Ein abendlicher Spaziergang. Ich habe mein Gewehr. Mein Gewehr verabschiedet sich. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr so oft schießen damit. Das ist belastend. Versuche ich den Wölfen am besten aus dem Weg zu gehen. Aber ich renne da ja sowieso immer rein, ne? Ich wollte nochmal in den Schuppen hier gucken einmal. Einmal gucken, was da... Was, vielleicht ist da was Schönes für mich. Weißt du? Ah ne, hier habe ich aber auch schon geguckt. Da war, glaube ich, gar nichts. Ja, belastend, ey. Nur Schmarrn. Nur Schmarrn. Alright, alright, alright. Ich bin gespannt. Vor allem, ob ich diese Funktürme da erreiche. Komme ich da überhaupt hin? Oder was wartet für eine Gefahr auf mich? Was wird mich erwarten? Ich glaube, muss ich hier? Aber ich muss gucken. Siehst du, ich wäre nämlich schon wieder falsch gegangen. Ich müsste die Richtung, ne? Ja. Muss um den Berg herum. Einmal um den Berg. Ein Schneemobil wäre geil. So ein richtig schönes Schneemobil. Ach. Jo, da hätte ich jetzt Bock drauf. Aber will ich hier auch nicht hochkommen im Schneemobil. Der bricht sich gleich wieder irgendwas. Der stürzt hier gleich wieder. Komme ich dem Berg entlang? Shit, ich bin irgendwie schon wieder falsch gelaufen. Also nicht falsch, das ist die richtige Richtung, aber ich bin jetzt immer noch voll auf dem Berg. Kann ich dich auch zerkloppen? Nee. Das funktioniert nicht. Also Funktürme aktivieren und dann mal gucken, was der noch von uns möchte. Der wird dann bestimmt ein Funksignal loslassen und ja, was uns überhaupt nichts bringt. Da müsste es sein. Da bin ich gut durchgekommen mit dem Kaffee. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Vielleicht gehe ich ein bisschen am Rand der Karte entlang, wegen Höhlen. Maybe, is that a good idea? Hm? Ich will immer rennen, weil ich denke, ne, das hält ein bisschen warm. Aber guck mal, hier ist es immer noch kalt, obwohl ich jetzt in eine Höhle quasi bin, ne? Ist ja quasi wie eine Höhle. So, angekommen. Jetzt geht die los, die wilde Fahrt. Und zwar... Hier. Nach dem Felsen. Nach dem Felsen kann ich rüber. Da ich die Entfernung hier so schlecht abschätzen kann, bin ich mal gespannt. Hier war zuletzt der Bär. Der hat uns beobachtet, wie wir in den Tunnel reingegangen sind. Hatte aber ein bisschen Angst. Der sah ein bisschen deprimiert aus, der arme Kerl. Vielleicht wären wir noch Freunde. Schöner abendlicher Spaziergang. Kaffee finden wäre geil. Ich müsste unbedingt Kaffee finden. Ich höre sie schon wieder. So, jetzt müsste ich runter, ne? Das müsste richtig sein, ja. Also hier jetzt runter und dann gucken, ob ich da irgendwo über den See komme. Irgendwo müsste so ein schmalerer Spot sein, da kann ich hinüber. Oh, oh, jetzt ist die Erschöpfung verringert. Die Temperatur steigt. Ist abgelaufen, mein Gott. Hätten sie lieber machen sollen, Temperatur sinkt, ja. Ich würde gerne dahin, weil es könnte sein, dass da eine Höhle oder so ist. Ich muss mich gleich auf jeden Fall mal ausruhen wieder.
Also noch nicht jetzt, glaube ich. Ich höre schon wieder ein. Aber das Problem ist, ich sehe die abends nicht. So ein bisschen blöd. Mach doch mal Licht hier, komm. Mach mal Tag. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ja, ist gleich soweit, ist gleich soweit. Gleich wird es wieder heller. Hier ist doch eine Höhle, oder? Bist du eine Höhle? Ne. Pure Enttäuschung. Eiskalte Verarsche. Absoluter Beschiss. Oh, jetzt geht die Müdigkeit aber ganz schön. Ah, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Bin ich denn auf dem richtigen? Ich musste jetzt hier rüber und dann. Ich weiß nicht, ob ich nämlich hier rüber komme. Weiß gar nicht mehr, ob ich den Berg hier runterkomme. Ich hoffe es. Ohne mir irgendwas zu brechen. Ah, das geht. Guck mal, easy, entspannt. Oh, was ist denn das denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Gerade konnte ich so gut sehen und jetzt auf einmal hat sich irgendwas eingestellt. Was ist das denn? Nebel. Oder was ist passiert hier? Was ist das? Hey, gerade war schöner. Mach nochmal das von gerade. Ach du Scheiße, die Sicht wird immer... Huch! Die Sicht wird immer schlechter. Bald siehst du nichts mehr. Boah, wenn ich Glück habe, schaffe ich das bis zum Funkturm. Mit den Stats, die ich jetzt hier habe. Und muss noch nicht irgendwo rasten. Das wäre natürlich richtig geil. Ich will da durch. Das sieht irgendwie wichtig aus. Bist du der Turm? Oh, da komme ich nicht hoch. Das ist zu steil. Das ist zu steil. Super. Shit, ich muss da entlang. Oh nee, ey. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ah, da musst du so aufpassen. Vor allem muss er jetzt aufpassen, dass er nicht wieder stolpert. Dann bricht er sich wieder was. Der ist so anfällig, der arme Cap. Ja, perfekt. Super geil. Ich weiß nicht, wie er das schafft, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn er jetzt wenigstens wirklich fallen würde, würde ich ja noch sagen, hey, okay, tut mir leid, ne? Da bist du jetzt gefallen. Aber der fällt ja nicht. Der stolpert ja höchstens. Der knickt ja höchstens um. Holy shit, wie komme ich denn da hin? Da geht's doch auch nicht. Oh, wie ist denn der Weg? Das sah doch so aus wie hier. So ein kleiner Spalt. Sag mir nicht, ich muss komplett außenrum. Oder geht es hier? Oh, das kostet alles. Das Skyrim kannst du nicht machen. Du kannst nicht da irgendwie so hochhüpfen, leider. Das fehlt. Das fehlt so sehr. Es wäre einfach so schön, wenn man das machen könnte. Oh, kann ich das eigentlich auch mitnehmen? Das hängt so, als würde das irgendeine Bedeutung haben. Ja, geil. Bartflechte, um Feuer anzuzünden. Wälder in Nordwesten im Pazifik findet, ja. Verbinde Wunden mit Bartflechten, um das Infektionsrisiko... okay, damit verbinde ich Wunden, damit mache ich kein Feuer. Aber auch gut. Falls mich mal irgendwie da jemand beißt. Habe ich wenigstens was am Start. Das dürfte ja auch gar nicht so viel wiegen. Hoffentlich. Alright, cool. Hat sich doch schon mal wieder gelohnt, nochmal umzudrehen. Die hätte ich sonst nicht gesehen. So, ich werde jetzt mal hier unten entlang marschieren. Um zu gucken, ob ich da irgendwie hochkomme. Das sieht manchmal so auch aus, als könnte man da hochlaufen. Aber dann sagt er, nee, passt nicht. Wo soll ich hier hoch? Das ist der einsame Bach, ja. Weiß ich.
Hier geht's. Der einsame Bach. Was ist das denn da? Ach, ein Wasserfall. Wasserfall. Er spürt seine Beine nicht mehr, der arme Kerl. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt gelandet? Ach du Scheiße, guck mal, wie weit ich weg vom Funkmaster bin. Rudi, du musst noch ein bisschen durchhalten, ja? Wir haben es gleich geschafft. Guck mal, da siehst du ihn schon. Da kann ich aber auch nirgendwo rein, ne? Das ist das Blöde. Ich hoffe, dass unten... Oh, du verdammter! Leichte Pelle! Ja! Hab ich's nicht überlebt? Ich hab's nicht überlebt. Oder? Hab ich's überlebt? Ja, halb tot als irgendwas anderes. Looks like a new day is dawning. Ich hab dich getroffen. Nein, da kommt noch einer. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht dein Ernst hier. Wow, 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 wow. Du darfst hier nicht hinkommen. Boah. So ein Scheiß. Oh. Kann ich das Feuer bitte hier machen? Nee, bitte hier. Ja, 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 genau da. Ja. Lampenöl. Oh, da habe ich nicht mehr... Mein ganzes Feuer verschwunden. Jetzt nicht mehr so viel von. Ich zünd das mal jetzt hier an. Oh Mann, ey, ich muss mich jetzt gleich erstmal behandeln. Come on. Come on. Aber ich muss mich auch ein bisschen wärmen. Waste a damn time. Ja, super, das ist schon mal... Oh, das ist schon mal geheilt. So, ich leg schon mal was rein. Ich hab nichts zum Reinlegen. Das dauert eine Stunde und das... Ja, warte, dann behandle ich mich aber erstmal. Nein, brauche ich gar nicht. Was brauche ich denn? Auch nicht? Auch nicht? Okay, wunderbar. Dann ist ja gar nicht so viel passiert. Scheiß drauf, nehme ich Lampenöl jetzt einmal. That didn't work. Okay, schade. Ich habe jetzt kein Zunder mehr. Natürlich. Ich habe auf alles geachtet, nur auf Zunder habe ich nicht geachtet. Shit, wo kriege ich denn Zunder her? Hier? Ah, fast. Could end up being useful. Was mache ich denn ohne Zunder? Ah, die ist gut. Kein Zunder. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich einfach nur fertig. Making my head feel thick. Ja, supi. Auseinandernehmen. Nimm dich auseinander. Ja, und jetzt kann ich es noch nicht mal mehr aufbauen, weil mir immer noch Zunder fehlt. Geil. Er hat doch den Speer. Und dann? Was soll das denn? Mal gucken, ob das auch bei den Wölfen funktioniert. Aber ich bräuchte erst einmal jetzt Zunder, sonst das überlebe ich nicht. Wo kriege ich denn in der freien Natur hier Zunder? Was soll ich denn hier überhaupt machen? Warte mal. Ich schaffe das nicht. Überlebe ich gar nicht. Jetzt habe ich keine Chance jetzt mehr.
Was sollte ich denn jetzt hier machen? Rauschen. Für weitere Informationen. Beschaffe Transponderteile von jedem Turm in trostlosem Marschland. Ja, aber woher nehmen? Woher soll ich sie nehmen? Ich komme noch nicht da hoch. So cold. Und hier war doch nichts drin. Ja, das werde ich nicht überleben, ey. So ein Mist hier. Ich kriege nirgendwo Zunder. Und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ah. Ja? Hab ich. Weiter geht's. Los, abmarsch. Schnell nach unten. Gucken, ob ich irgendwie wo komme ich an Zunder ran? Was kann ich als Zunder noch nutzen? Zeitung kann ich als Zunder nutzen. Ein Stock reicht nicht, ne? Nee. Oh, so ein Mist, ey. Hier finde ich doch nirgendwo Zeitungen. Ja, Höhle wäre auch geil gewesen. Hätte mich jetzt vielleicht noch gerettet. War so. Keine Chance. Das überlebt ja nicht. Ah, so blöd. Warum kann ich nicht das Moos da verwenden? Das Moos, sag ich schon. Vielleicht springen die Wölfe auch in den Sperr hinein. Das wäre natürlich super geil. Ja, aber selbst wenn ich jetzt hier runterkomme, wo soll ich Zeitung oder irgendwie Zunder herbekommen, ne? Die Hoffnung wäre, irgendetwas Menschliches hier zu finden. Also, ne, was vom Menschen gemacht ist. Wo ich vielleicht mal eben... Oh, nee. Ich habe auch nichts irgendwie, um mich zu wärmen oder so. Und guck mal, hier ist ein See voll mit nichts. Nichts, absolut nichts. Die Dinger, das sind Zunder-Dinger, oder? Oh, nee, die sind das nicht. Die haben nichts. Shit. Irgendein von den Dingern hier? Maybe. Da hängt nirgendwo was dran. Das sind die nicht. Das sind die falschen. Da auch nicht. Oh, so ein Mist. Da ist der Zug. Vielleicht zum Zug mal rennen. Gucken, ob da noch Zeit... Ah, da lag aber auch keine Zeitung mehr. Das ist das Problem. Ich habe da alles eingesammelt. Es sei denn, das respawnt. Das wäre natürlich richtig gut. Aber ob ich bis zum Zug überhaupt noch durchhalte, ist die Frage. Traurige Musik ist schon am Start. Irgendwo so ein Kolben. Oh oh. Irgendwo so ein Kolben oder so müsste da dran sein. Aber leider. If I don't rest da. Soon, I'm gonna faint. Ja, warte, komm schon, du schaffst das. Du musst nur leben wollen, mein Freund. Nur leben wollen. Ich versuch's trotzdem noch bis zum Zug zu kommen. Weil ich weiß, da ist eine Feuertonne. Komm schon. Da könnte ich mich dann auch gut hinlegen und eine Runde pennen. Komm schon. Ja. Ja? Schnell? Oh, Gott sei Dank. Oh, ein bisschen Wasser abkochen. In der Zeit wärme ich mich da ein bisschen auf. So, Schmelzpunkt und der Siedepunkt. Nehme ich das... Nicht ausmachen, bitte. Eine Stunde hält es. Eine Stunde.
Tja, die Frage ist, was soll ich machen? Was soll ich am besten machen jetzt? Einmal Wasser? Warte, mach mal anders. Keine Gegenstände im Inventar, die gekocht werden können. Auch kein Wasser? Doch. Na, 2 Liter mach mal. So, wunderbar. So, wir warten jetzt mal bis zu dem... Boah, das dauert aber lange. Noch 12 Minuten läuft die Feuertonne. Dann packe ich schon mal wieder was rein. Bis zum Siedepunkt ist es 1 Stunde. Das nehme ich jetzt auch nochmal in Kauf. So, wir warten. Nehme ich mit. Da ist jetzt nichts drin in der Dose. Kann ich da überhaupt was reinpacken? Habe ich überhaupt noch irgendwas? Nein, habe ich nicht. Dann nimmt man die Dose einmal runter und den Kochtopf natürlich auch. Und dann würde ich einfach sagen, trinke ich mal ein Schluck. Ein Schluckchen hier. Wie sehen die Chips aus? Knusprig, würzig, salzig. Hau mal rein. Ihr wollt irgendwas sagen? Hat sich dann doch nicht getraut. So, und dann schlafe ich mal so, sagen wir mal, 9 Stunden. I try.